Hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu Gary Dark Secrets mit eurem Wolfi. Ja, wie ihr seht, seht ihr nichts, jedenfalls nicht am oberen Bildrand. Ich war jetzt heute mal ein bisschen fauler als sonst und habe einfach mal die Kamera weggelassen. Gut, aber das soll ja uns ja nicht weiter aufhalten. Wir werden jetzt einfach weitermachen, wo wir aufgehört haben, nämlich hier unten in diesem Raum. Der Horror kann also weitergehen und ich bin echt gespannt, was uns hier noch erwarten wird. Ich bin wieder allein, das heißt, mein Let's Play-Partner, der die ganze Zeit dann jetzt die letzten Parts gespielt hatte, ist wieder daheim und hat auch echt, ne, keine Lust mehr auf das Spiel, verständlicherweise. Und der ist ein wenig geschockt fürs Leben. So kann man das auch ausdrücken. Ja, ich renne jetzt einfach mal irgendwo hier lang. Ich habe kein... Oh Gott. Gar keine Ahnung, wo ich hier hin soll. Lecker. Überall Blut. Ja. Falls es wer noch nicht gesehen hat, ich habe ja die neue... Das neue Slenderman-Game... Oh nein. Wow. Ich habe ja das neue Slenderman-Game gespielt. Hunt the Real Slender Game. Wer das noch nicht gesehen hat, der findet das auf jeden Fall auf diesem Kanal. Ist das Pisse? Oh mein Gott! Naja, und kann es sich dann da nochmal angucken. Hallo? Natürlich, es ist abgeschlossen. Aber zumindest ist da nichts drin. Das heißt, da kann auch nichts rauskommen. Wenn da nichts drin ist, ne, dann bin ich immer sehr beruhigt. Ja. Was ist das? Eine Art Labor? Unzählige Labors hier. I never knew that removing someone's head with a thaw could be so much fun. I actually got quite a fright when the body gave a twitch after the neck was completely severed. Thaw, I was soon laughing at my own foolishness. I need to remember to use a much stronger blade next time, Thaw. Und so weiter und so fort. Den Rest könnt ihr dann selber lesen. Ja. Piggy. Und viele andere Sachen müssen entdeckt werden. Ich sehe mich mal ein bisschen um. Ist da irgendwas? Vielleicht ein Schlüssel? Könnte hier sich ein Schlüssel verbergen. Wer weiß. Vielleicht dann aber auch eher in diesem Büroschränkchen. Na gut, da haben wir zumindest... Ich mache meine Taschen... Hallo? Meine Taschenlampe aus, denn wir müssen Batterien sparen. Wir haben nämlich keine mehr. Ist das ein Bug? Ist sie nicht alle? Egal. Soll mich nicht weiter stören. Da ist etwas. Der übliche Hingucker, wenn ich sowas aufsammle. Erstmal zur Tür gucken. Kommt da jetzt was oder? Na, doch nicht. Manchmal versteckt sich hinter den Barrels auch noch irgendwas. Guckt man auch immer ganz gut und gerne hinter. Hä? Nein, aber hier ist nichts. Na gut. Ja, das ist Logistik pur. Lassen wir es mal so stehen. Oh, verdammt. Ach du Scheiße. Den sehe ich jetzt gerade erst. Oh nein. Oh nein. Oh. Herzinfarkt. Halber Herzinfarkt. Ich hasse Schränke. Können wir hier irgendwas machen? Container. With this, I can carry different kinds of liquids. Mehrere Möglichkeiten, da Flüssigkeiten drin zu lagern. Super. Hilft mir nur nicht. Denn ich habe gar keine Flüssigkeiten, die ich da drin lagern könnte. Ich wette, das wird wieder so ein Herstellscheiß, wie im Hauptspiel. Finde das und das und dann stell das und das daraus her. So eine ätzende Flüssigkeit vielleicht. Wer weiß das denn? Ich nicht. Wir haben auch nur 15 Minuten. Ich sollte mich nicht so lange in diesem Raum aufhalten und, Wow. Geht's dir gut? Ach, wo waren denn die Pisse? Vielleicht können wir... Testweise mal probieren, ob das nicht funktioniert. No object to use this item on. Oh. Oh mein Gott. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet.
war doch eine Tür, die ging nicht. Genau. Ja, super. Jetzt ist die Batterie alle. War also doch kein Bug. Ach, schöne Scheiße. Tappen wir ein bisschen im Dunkeln. Nein! Ich gehe zurück. Das hat mir jetzt schon wieder... Oh Mann! Ich will da nicht... runter. Er war auf jeden Fall hier. Oder etwas. Lalala, beruhig dich mal, Gary. Na, hast du dich schon langsam beruhigt? Na, guck ins Licht. Guck ins Licht. Take a closer look into the light. There is it. Okay. Naja, muss halt ein bisschen durchdrehen. Ist mir jetzt auch egal. Oder er kann kein Licht mehr ab? Vielleicht liegt es auch daran. Oh Mann. War doch schon die ganze Zeit da. Ich habe keine Lust mehr. Ja, da war auf jeden Fall schon mal nichts mehr, das wir brauchen können. Oh, nee. Wenn ich jetzt noch verfolgt werde, ne, dann kriege ich echt einen Rappel. Oh, toll, das ist auch abgeschlossen. Können wir das hier aufbrechen? Nee. Cannot use this item in this way. Super. Ja, geil. Endstation. Also entweder habe ich was im Labor vergessen oder ich muss mich woanders umsehen. Hier auf jeden Fall finden wir nichts mehr. Damit sind wir uns ja bestimmt einig. Ach Gott. Warum schwer, wenn es einfach geht? Ha? Ah. Oh, wenn es so verschwimmt, sehe ich gar nichts. Oh mein Gott. Standbild, aber das war gewollt. Er kann kein Licht mehr ab. Ich muss mich an die Dunkelheit hier gewöhnen. Oder er hat sich an diese Dunkelheit gewöhnt. Hallo, ich will hier raus. Geht das nicht? Nein. Okay, dann eben nicht. Oh, da ist noch eine Tür. Hm. Einfach mal testweise. Och, nein, es musste ja gehen. Oh, oh no. Ich hasse Schränke. Ich habe mir schon mal ein Hintertürchen offen. Hallo. Alles so blutig hier. Ja, ja, krabbelt ihr mal übers Bild. Ich kann's doch nicht ändern, Gary, Mann. Hör auf, durchzudrehen. So schlimm ist das doch gar nicht. Altes Brot. Ist das ein Augapfel da gerade gewesen? Ich weiß es nicht. Mit euch habe ich auch schon Erfahrung gemacht. So, erstmal Licht. Licht. Schon geht's ihm gut. Hat ja nicht lange gedauert. Ja. Eine Zunderbüchse. Aber sonst nichts. Das können wir wieder zumachen. Sonst laufe ich da gleich wieder rein und gucke. Hä? Hier ist ja gar nichts. Hast du hier nicht schon? Nee. Kommt dir nur so vor. Ach, Mann. Oh, nee. Lass mich bloß in Ruhe. Oh, Mann. Ach, nee. Kein Schlüssel, bitte. Ich gucke jetzt, ob die Scheißschränke, der eine Schrank oder die beiden Schränke aufgehen. Okay. Dieser Schrank ist auf jeden Fall sicher. Dieser scheint auch sicher zu sein. Betonung liegt immer noch auf scheint. Man weiß ja nie. Dieses Spiel könnte ja auch einfach mal eben die physikalischen Grenzen erweitern und Teleportation oder irgendwie... Gehört das zur Physik? Ich weiß gar nicht. Benutzen und dann, ne? Kitchen Key. Na los? Na los? Na los, komm? Ach, verdammt. Er kommt nicht, aber er wird gleich wieder rumbrüllen. Na los, komm. Mach. Komm schon. Ich will nicht die Küche finden. Weil dann ist er wieder da. Oh, nicht schon wieder. Hallo. Ich mach den Schrank diesmal zuerst auf, weil dann kann ich mir sicher sein, dass da nichts mehr ist. Bevor ich Angst haben müsste. Traurigerweise, aber ja. So ist das. Gucken wir mal wieder in jeden Zellenblock hier rein. Hier ist schon mal nichts. Okay. Wo habe ich denn die Zunderbüchse, ne? Kann man da gleich mal verwenden hier. Hier ist auch... Wobei, in diesem Eimer könnte was sein? Nein. Da ist auch nichts Wichtiges. Können wir das auch wieder zumachen. Wie sieht es hier drin aus? Auch wieder nichts? Auch nichts.
Ach, herrje. Ich kann mir schon denken, wo die Küche ist. Und wo ich sie finde. Batteries! Hell yeah! Ah, die habe ich gebraucht. Dankeschön, lieber Entwickler. Danke. Du hast sie an der richtigen Stelle platziert. Ah, wunderbar. Das ist echt wunderbar. Und ich wette, in der Küche finde ich dann die Chemikalien. Denn wozu habe ich sonst diesen Container gefunden? Ja. So, da drüben war nichts mehr. Dann kann ich hier wieder zurück. Ich habe nämlich vorhin, bevor ich jetzt das Let's Play begonnen habe, mich erstmal hier umgesehen, um wieder rauszufinden, wo ich bin. Und da hatte ich hier hinten, wo ich jetzt drauf zusteuere, eine Tür gefunden. Und die hat ein Schloss. Und ich denke mal, wenn ich jetzt eins und eins richtig zusammengezählt habe, wird dieser Schlüssel da reinpassen. Oder auch nicht. Ach, verdammt. Ach, nee. Aber jetzt habe ich eins und eins richtig zusammengezählt und wahrscheinlich, sehr, sehr wahrscheinlich, wird das diese Zellentürschlüssel gedöns sein. Genau für diese Zelle. Nein. Verdammt. Wo ist die scheiß Küche? Ah. Kitchen Key. Okay, das waren zwei Fails in diesem Let's Play. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Nein, Scherz. Ach Gott, da müssen wir jetzt echt die Küche suchen. Wo könnte sich eine Küche hier verstecken? Kann mir das jemand verraten? Also hier hinten ist auf jeden Fall das Labor. Das merke ich mir. Und dieser Schlüssel passt auch nicht da rechts gleich in der Tür rein. Also muss hier irgendwo... Irgendwo muss hier die Küche sein. Und sie könnte sich hier befinden. Komm, jetzt haben wir aber eins und eins richtig zusammengezählt und sie passt. Ja, also. Das geht doch. Ah. Hier werde ich ja Spaß haben, zurückzurennen, wenn er gleich kommt. Oh mein Gott. Schön vorsichtig und batteriesparend vorgehen, Max. Schön vorsichtig. Hallo. Hallo. Ist hier irgendjemand? Frage niemals, wer da ist. Habe ich irgendwo mal in so einem Video gehört, dass man nie fragen soll, wer da ist. Das ist so der Art Todeswunsch, wenn man das sagt. So, machen wir ein bisschen Radau. Gucken. Vielleicht kommt er ja dann. Ich stelle mich mal am besten auf diese, wie nennt man das? Auf dieses Teil hier drauf. So, und dann kommt er hier nicht hoch und dann bin ich hier voll sicher. Das halte ich mir mal offen. Diese Möglichkeit, diese Fluchtmöglichkeit sollte ja doch gleich wirklich erscheinen. Oh mein Gott, ich will da nicht lang. Gucken, versteckt sich hier noch eine Batterie? Battery? Some batteries, please. Give me some batteries. I need it. Okay. Nothing. Ach ja, wie immer das Übliche hier, ne? Wird jetzt gleich wieder so... Nee, doch nicht? Kein Effekt? Ach, schade. Ich habe mich schon so darauf gefreut. Nein, wirklich. Ah, flüssiges Zeug. Ach, bei dem Schlüssel war es so heiß, aber das Ding kannst du anfassen, mal so eben mit bloßer Hand, ne? Ihr erinnert euch vielleicht noch an den Schlüssel, wo das so ein bisschen zu heiß für ihn war, wo ich erstmal Wasser suchen musste. Ja, das war zu heiß, aber so einen metallischen Kochtopf, den kannst du mal eben per Hand anfassen und, oh, ist ja nix, ne? Das ist nix. Kannst du einfach so. Macht ja nichts. Nix, ne? Super. Du bist echt ein Held, Gary. Du bist echt ein Held. Ja, ja, stöhn du da mal rum. Ich muss jetzt weiter. Und zwar hier durch. Ja, stirb du Schlott. Natürlich. So. Und jetzt schön vorsichtig die Tür öffnen. Okay. Schade, hat nicht so geklappt, wie ich das mir vorgestellt habe. Ach nee, ich lasse es lieber... Oh, na toll, eine Hand. Es begegnet mir gleich eine neue Hand. Super. Das macht Hoffnung. Liegt da was? Achso, ein Skelett. Hey, Mrs. Skeleton. Oh nein. Es geht weiter nach unten und ich mag es nicht. Mir gefällt diese Situation über... Oh, oh verdammt. Nein, 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 nein. Run to the door. Ja, run, 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 run. Ja, 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 renn, renn, renn. Lauf!
Gott! Und unsere 15 Minuten sind um. Ich dachte, warum geht die scheiß Tür nicht auf? Ach Gott. Ja, ich hab wieder genug für heute und ich danke euch fürs Zuschauen. Was wir jetzt noch kurz machen, ist einen kurzen Einblick darin werfen, was uns beim nächsten Mal erwartet. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich über Kommentare selbstverständlich freuen. Und auch, wenn ihr so die Güte besitzt und das liken könntet, das wäre dann auch echt toll. Aber das ist natürlich keine Pflicht. Und ja, mal gucken, was uns jetzt erwartet. Ja, toll. Where am I? Out of all people I invited, you're the one that's still alive. I'm actually a little impressed. Thomas? Is that you? Oh, thank God! The door is locked. Think you can find a way to open it? I'm afraid that's not possible. What? Just do it, man! Oh, Gary. I know you're not the brightest guy, but even you should know by now what's going on. I know you've been reading my notes. So it was you after all. You sick fuck! What the hell did you do to my friends? Tell me! Calm down. To be honest, I didn't even know that you had friends other than Nick. And as for him... What have you done with him, you bastard? I said calm down. The truth is that I don't know where Nick is. He disappeared shortly after my plan was set in motion. But I do know that there is not many survivors left. Why? Why are you doing all this? Why? Because it's fun, of course. Just think about it. My own survival game. My creations against a bunch of nobodies. Going to fucking kill you! Show yourself, you coward! I don't think so. If you're lucky, we might meet again. After all, it wouldn't be any fun to kill my test subject so early. You're what? What do you mean? Maybe you will find out. I shall leave you now. I have to get back and finish something I've been working on for years. It will be my... perfect creation. I miss experiment? What does it mean by that? This doesn't make any sense. I have to get out from this cell and find Nick. I really hope he's still alive. Okay. Oh, das gefällt mir nicht, dass man da so durchgucken kann. Und da ist unsere Taschenlampe. This wall seems weak. Na gut, das und alles beim nächsten Mal. Bis denn, euer Wolfi von CaveGames.de und dem MMORPG Radio.